mein Gott, der riecht wie Kaugummi. Ich will den essen. Hey Leute, wir testen heute diesen Blush. Ja, bei Essence. Essence ist langsam stepping up the game. Dieser Blush, also der ist von der Kollektion Baby Got Blush, nennt er sich. Er war nicht teuer. Ich habe den, glaube ich, bei DM gekauft oder so. Ja, ich glaube, ich habe den bei DM gekauft. Das ist die Farbe 30, Rose All Day. Ich habe soweit mein Make-up durch. Ich verwende jetzt mal den Blush, okay? Okay, er ist nicht zu stark, aber er ist auch nicht zu lasch bis jetzt. Ich muss den gleich mal verblenden. Ich dachte, ich trage ihn lieber dick auf und ein bisschen auf die Nase. Weil da mache ich schnell. Oh mein Gott, der riecht wie Kaugummi. Ich will den essen. Der riecht wie Kaugummi. Der riecht wie so eine Süßigkeit. Oh mein Gott, der riecht so lecker. Der riecht wie eine Süßigkeit. Ungelogen. So. Ich werde den jetzt mal verblenden mit einem Pinsel. Ich benutze sonst nie Liquid Blush oder irgendwie sowas. Oh, oh, seht ihr das? Ey, was ist los? Neuerdings, die Sachen, die ich so teste am Make-up, sind so nice. Okay, ich bin jetzt gerade wieder... Schaut mal, hier ist er stark, na klar. Einfach nur raufgeschmiert. Hier ist er einfach, baby, verblendet. Like, girl, aber auf so eine richtig schöne Art. Und die Dinger sind gar nicht teuer. Okay, lasst mich mal das hier noch verblenden. So, Leute, ich habe jetzt beide Seiten verblendet und ich bin baff. Ich bin baff, wie süß der aussieht. Der ist einfach nicht too much, selbst bei meiner Haut. Das heißt, wenn ihr heller seid, habt ihr noch mehr Farbe. Ist das nice oder ist das nice? Wow, okay, okay. Ich bin, okay, Okay, girl, okay, I see you. Also, wieder mal ein Daumen nach oben. Ihr seht das, schaut mal. Wie schön ist denn der bitte? Wow, Essence, was ist los mit euch? Wow, also Leute, gönnt euch Baby Got a Blush, okay? In dieser wunderschönen Rose All Day Farbe. Wie schön, wie schön. Folgt mir für mehr.